Die EU-Staaten und das Europaparlament haben sich auf eine Reform des europäischen Asylsystems geeinigt. Wenn die Mitgliedsländer und das EU-Parlament das Gesetzespaket formell beschließen, könnte es kommenden Sommer in Kraft treten. Künftig sollen schärfere Asylregeln gelten. Außerdem sollen Hauptankunftsländer wie Italien oder Griechenland entlastet werden. Erstmals soll es direkt an den EU-Grenzen Asylverfahren geben. So sollen Migranten mit besonders geringen Aufnahmechancen an der Weiterreise gehindert werden. Dies betrifft etwa Menschen aus Marokko, Tunesien oder Bangladesch. Bei der Einreise soll die Identität der Migranten zentral erfasst und überprüft werden. Das soll es erschweren, erneut einzureisen und mehrere Asylanträge zu stellen. Die Migranten sollen dabei in grenznahen Auffanglagern festgehalten werden. Bekommen sie kein Asyl, sollen sie direkt von dort abgeschoben werden. Künftig greift ein verpflichtender Mechanismus zur Umverteilung von Migranten aus den Hauptankunftsländern. Pro Jahr sollen bis zu 30.000 Menschen umverteilt werden. Nicht aufnahmewillige Staaten wie Ungarn können sich davon allerdings mit 20.000 Euro pro Migrant freikaufen.